So. Die Nacht ist jetzt auch rum. Wer weiß, was da alles passiert ist in der Zeit. Pferdchen sind noch da. Ich bin tot. Ich bin so gut wie tot. Ich bin sowas von tot. Na, Entschuldigung. Ich bin nicht tot. Boah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass mir jetzt alles entgegengesprungen kommt hier. Oh, Hilfe. So, und das Schlimme ist, diese Viecher droppen auch nur Spinnweben. Ich brauche doch gar nicht so viel Spinnweben. Ich wüsste jetzt nicht wofür. So, und der bringt auch keine Äpfel. Ah, Mensch, und ich habe nur noch 2 Lebensherzen. Also ich muss dringend was essen. Und das verrottete Fleisch nicht, wenn man wissen, es war vernünftiges Fleisch draus machen könnte durch irgendeine Rezeptur. Das wäre ja mal sinnvoll. Hier war doch ein Wildschwein, das holen wir uns mal, wenn es denn noch da ist. Na, natürlich nicht. Ach Mensch, da ist ein normales Schwein. Das muss ich nur aufpassen, wenn ich jetzt einmal zu viel falle. Dann hat sich das mit mir. So, komm her. Ne? Du sollst herkommen, nicht weglaufen. So. Das verrottete Fleisch. Der Bär, ich weiß nicht, ob der irgendwas in der Richtung droppt. Was bist du? Aua! Wir wollen mir mal alle nur was. Seid doch mal friedlich zu mir. Ich betue euch doch auch nichts. Ich bin die Friedlichkeit in Person. Ach, Mann. Ist das nervig. Ich überlege schon, ob es sinnvoll ist, jetzt einfach zu sterben. Aber ich will nicht sterben. Das heißt ja, okay, es wäre natürlich jetzt sinnvoll, einfach mal eben abzukratzen und dann zu sagen, okay, ich bin dann wieder aufgeladen, dann kann ich direkt in die Höhle. Aber, ich weiß nicht, das kommt mir irgendwie so kalt falsch vor. So als, ja, so nach dem Motto, ich bringe mir jetzt im RL jetzt gesprochen, ich bringe mich mal eben um und habe dann ein besseres Leben. Nee. Ist ja falsch, oder? Nein, ich will nicht schlafen. Auch nicht, bis es Nacht ist. So, den Eimer, den... brauchen wir doch gar nicht mehr. Jetzt habe ich hier noch einen Eimer. Ah, das ist der Nachteil, wenn man das eben weglegen will, dann... Naja, okay. Gewöhne ich mich noch dran. So, essen wir erstmal das Stück Fleisch hier. Ich überlege gerade, wenn ich erst das Faule esse und dann das Vernünftige. Ich mach's mal. So, und wenn wir jetzt das Vernünftige hinterher essen, sind wir zumindest voll. Und wenn jetzt dieser komische Dingszauber aufhört, was passiert denn dann? Ich weiß es gerade gar nicht. Geht das dann zurück oder bleibt es voll? So, dass wir generieren können. So, ich weiß es gerade wirklich nicht. Wir werden es einfach mal sehen. So, wir haben schon so viel Kupfer. Schaut an. So, das ist raffiniertes Eisen. Eisen, raffiniertes. Wir haben aber noch richtiges Eisen hier. Da 14. Hatten wir hier auch noch Eisen? Nee, ne? Nee. Kann man auch nochmal einschmeißen. So. Ah, die Hungerbar bleibt voll. Das ist cool. Also es lohnt sich vielleicht dann doch, dieses faule Fleisch zu essen. Aber auf jeden Fall können wir dann jetzt unseren Redstone holen. Genau, das machen wir jetzt auch. So, bis dahin wächst das Zeug ja hier weiter. Du bist, glaube ich, eine liebe Maus. Okay. So. Ich könnte jetzt rennen, dann geht's was schneller, aber dann... Ah, guck mal, Knochen. Schön. Danke.
Nein, du bleibst weg. Was bist du? Eine Ziege? Ah ja, eine Ziege. Okay. Da ist ein Strauß. Hier ist ein Strauß. Auf einmal steht der auf dem Haus. Ein Flugstrauß. Naja, gut. Einmal das Wasser. Gummi müssen wir bald auch wieder holen. Aber jetzt brauchen wir erstmal Redstone. So. Dann gehen wir diesmal direkt nach unten und nicht nach hinten. So. Na toll, diese Musik passt jetzt super in die Höhle, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, eben umzustellen. Weil ich ja eigentlich nur mal eben schnell ein bisschen... Ach, hier waren wir schon mal ganz kurz. So, hier hatten wir aber, glaube ich, nicht großartig weitergeguckt. Ah, hier war die Sackgasse. Nee, doch. Genau, hier habe ich Zinn oder was weiß ich was rausgeholt oder Kupfer. Gehen wir mal in die Richtung. Ich brauche mal was zum Füllen. Jetzt habe ich nur Holz mit. Das ist ja auch doof. Nee, Holz verbrate ich dafür nicht. Den Knochen können wir auch wegtun. So, jetzt haben wir ein Kabel. Und die Ho, die kann ja auch mal hier oben hin. Die brauche ich jetzt auch nicht. So. Stellen wir mal das Wasser ab. Leuchten ein bisschen aus. Da ist wieder Lava. Ich brauche aber Redstone. Das heißt, wir müssen irgendwie ganz tief. Wo geht's denn hier runter? Ein bisschen mehr ausleuchten. Also hier geht's dann nicht wirklich tief runter. Dann gehen wir doch erst weiter. Da ging's ja irgendwie tiefer. So. Wo ging's lang? Da lang. Ah, hier ist wieder die Lava, wo wir gerade eben waren. Okay. Kesseln wir die mal eben ein. Ich glaube, das machen wir auch mal. Ich überlege nur gerade, womit. Mit dem Marmor oder... So, die kesseln wir mal eben ein bisschen ein. Weil ich würde mir den einen da schon ganz gerne mal abzapfen, der das ist. Ja, ich weiß, ich habe jetzt das Eisen zugebaut. So. Dann kann das da unten verschwinden in Ruhe. Und wir haben uns erstmal die Lava ich rede schon wieder ein Blödsinn. Oh, was ist da? Irgendwas Böses. Uah, was bist du? Oh? Was bist du denn? Ein Zombie auf? Ein Skelettpferd? Habe ich auch noch nicht gesehen. Ein Zombie auf dem Skelettpferd. Okay. Was es nicht alles gibt. Eine Ratte. Ah, eine Ratte, eine Ratte, eine Ratte. Au. Kohle. Ja, wir haben natürlich jetzt kein Essen mit weiter. So, hier können wir aber auch nicht tiefer. Also von daher macht das jetzt keinen Sinn, da lang zu eiern. Wir wollen runter. Wir brauchen Redstone. Hier ging es runter. Upp. Da müsste ich mal zumachen. So. Und hier müssen wir uns eine Treppe runterbauen. Was ja sehr gut funktioniert. So. So, dann geht's hier weiter runter. Hier müssen wir auch nochmal eine Fackel irgendwie anbringen. So. Runter, wir müssen runter. Hier geht's runter. Hier mache ich mal... Die Fackel setzen wir mal um. Dann mache ich hier mal einen vernünftigen Abstieg. So. Gut, hier geht es dann weiter runter.
Irgendwo habe ich unten ja Lava gesehen. Und da, wo Lava ist, ist im Normalfall auch Redstone. So, jetzt wissen wir, dass es hier runter geht. Wo war denn das mit der großen Lava? Da unten war ein bisschen, aber hier war, glaube ich, auch noch irgendwie größerer See, ne? Ach, hier waren wir noch gar nicht gucken. Wo war denn das? So, ja, dann gehen wir mal hier runter. Ah ja, genau, da war das. Tja, wie kommen wir hier runter? Boah, ich sehe schon wieder hier Gespenster. Da komme ich dran. Da komme ich dran. Dann bin ich schon mal eins tiefer. Müsste ich das Wasser zumachen? Da bin ich tiefer. Da. Und meine Fackel hier hinsetzen. Boah, jetzt blendet mich von draußen die Sonne. Sehe ich erst recht nichts mehr. Boah, ist das fies. Boah, ich höre was. So, hier ist auch wieder... Da ist ein Skorpion. Was macht der denn hier unten? Ein Höhlenskorpion. Da ist Obsidian, das brauchen wir auch bald. So, wo sind wir denn jetzt runtergekommen? Da. Ich sehe so gut wie gar nichts. Mensch. Hier ist was Blaues. Geht zumindest zur Lava runter. So, du bist Lapis, glaube ich, ne? Ja. So, ja, da ist unser Redstone. Da ist noch mehr Redstone. So, wo sind wir hier? In der Höhle des Bösen. Oh, eine Fackel langs. Danke. So, Redstone. An den kommen wir im Moment ganz schlecht dran. Hier machen wir mal weiter auf am besten. Damit wir was sehen. Oh. Da wollte irgendeine böse Ratte was von mir. Und hat sich dabei selber zerlegt, so halb. So, was bist du denn? Nein! Na, das ist der Nachteil, wenn man keinen Magneten hat. Jetzt weiß ich nicht, was das war. So, das ist auf jeden Fall wieder Zinn. Ein bisschen vorsichtig. Das ist auch wieder Zinn. Und das auch. Oh, das war nicht sehr geschickt. Das so zu machen. So, ganze Redstone jetzt gerade. Ein bisschen ungünstig. So, hier ist Wasser. Dann laufen wir da mal rum. Ja, ich höre dich. So, das war auch irgendwie was. Was ich gerade nicht mehr weiß. Das war Nikotin, ja. Oder wie auch immer das heißt. So, Redstone. Redstone, Redstone, Redstone. Sehr schön. Da unten ist noch Redstone. So. Da haben wir noch Redstone. Oh, oh. Ich kann nur hoffen, dass da nicht direkt Lava drunter ist. Okay. So, wie viel haben wir? 25. Ist nicht wirklich viel. Ich überlege, ob uns das für den Anfang langt.
So, da ist noch Redstone. So. Dich nehmen wir auch noch mit. So. Uran können wir erstmal drin lassen, bis wir ein Atomkraftwerk haben. Das wird dauern. Zumal ich mich damit noch gar nicht beschäftigt habe. Und ich davon ausgehen darf, dass uns das Ding eh um die Ohren fliegt. Hallo Ratte. Danke für deine Kohle. Huch, da bist du. Na, schau an. Na komm, brauchst dich nicht verstecken. So. So geht's. So, hier haben wir das Zeug nochmal. Jetzt versuche ich das mal einzusammeln. Auf jeden Fall. Oh, auf jeden Fall ein Erz, was man behält. So, und du bist. Ah, Silber, Silber. Schau an. So sieht also Silber aus. Okay. Das Redstone. Will ich mich da jetzt rüber bauen? Ich könnte ja mal gucken, wie tief der Lavasee ist. Ich habe ja hier. Wenn ich da direkt runter baue, ist er zu tief. Das heißt, ich muss mal eine Brücke bauen. So. Komme ich da dran? Warte mal. Festklemmen. Ja. So. Man könnte sagen, ich bin übervorsichtig. Ja, bin ich. So. Genau deswegen. Gut. Wenn ich jetzt wüsste noch, wie wir runtergekommen sind. Wo sind wir runtergekommen? Ja, hier sind wir runtergekommen. Genau. Bauen wir uns das Ganze noch mal ein bisschen aus hier. So. Hier ist wieder dunkel. Das heißt, wir sind da lang gekommen. Da ist eine Ratte. Die mir bestimmt direkt an den Kragen will. Böse Ratte. Dabei sollen sie Ratten von Haus aus gar nicht so aggressiv sein, habe ich mir sagen lassen. Naja, gut. Aber wir sind ja hier in Minecraft. Da ist auch nochmal Silber. Nehmen wir uns auch schon mal mit. So. Huch. Was hier bitte da? Dunkelheit. So. Hier müssten wir uns bei Gelegenheit dann auch nochmal umgucken. Hier ist ja auch recht groß. Aber ich habe jetzt gerade keine Fackel. Da hinten leuchtet was. Ich weiß nicht, ob das etwas ist, was wir schon mal hatten. Nehmen wir dich auch mit, komm. Zack, haben wir wieder Kristalle. So, hier den Zinn nehmen wir mit, wenn wir schon da sind.